Einzug ins neue Apartment. Die Geissens haben sich ein neues Apartment gegönnt. Und das ziehen uns rein, damit ich weiß, wo ich dann hin muss, wenn ich mit dem Robert das Backgammon-Tafler-Duell mache. Sieht schlecht aus, weil hier draußen ist noch nichts fertig. Ich muss jetzt Gas geben, hier ein bisschen helfen, um zu machen. Wenn Mama jetzt in den nächsten 5 Minuten kommt und sie sieht die Figur so, viel Glück, ne? Arrivederci. Ayo, ayo, ayo. Healthy, healthy. Jetzt heißt es rien ne va plus. Nichts geht mehr. Es ist nicht fertig, aber trotzdem. Es sieht geil aus. Ja, finde ich auch. That's my man. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert, ne? Den ganzen Tag haben jetzt die Kinder und alle dran gearbeitet, dass alles clean ist, alles dekoriert ist. Macht keiner auf. Guten Hä, waren die Kinder vorher drin? Wir sind die neuen Mieter. Lassen Sie uns rein. Ja. Von welcher Marke ist der Koffer? Ich erkenne es egal. Aber du als erstes. Oh. Ja, für eine Geiss ist das noch relativ dezent. Oh, Chicobello. Primova X Dior. Ah, okay, danke. Oh. Ja, diese LEDs hier hätten nicht sein müssen, aber der Monte-Effekt. Ja, das ist doch cool. Guck dir die Atmosphäre jetzt hier an. Boah, der Boden gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wahnsinn. Ich finde jetzt auch, dass das Bild perfekt passt. Ja, mit der Was? Das Bild passt perfekt? Bro, ich sehe das anders. Man muss den Reis verschwinden. Sonst hier unten ist schön. Ich finde, die Couch ist vielleicht ein bisschen zu pompös glänzend, aber sonst wirklich sehr, 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 sehr nice. Mama findet immer etwas. Hat der ein Chromarts-T-Shirt an? Ey, apropos Chromarts. No joke, habe ich die Story schon erzählt? Mit der Chromarts-Cap? Nee? Okay. Und zwar, ich hing letztens auf Instagram, ne? Und es war so 19.55 Uhr. Ich bin so auf der Entdecken-Page. Und zwar habe ich mir... Ich hatte ja eine Chromarts-Cap. Und das war diese... mit diesem fetten Patch vorne drauf. Das habe ich jetzt zu oft gesehen. Deswegen, ja, habe ich mir die... trage ich nicht mehr. So, jetzt kam aber... War ich auf Insta unterwegs und ich habe dieses Bild hier gesehen. So sieht die aus. So, und ich scroll so und sehe so das Bild, klickst so drauf und dann steht da so, ja, releasing tonight 8 Uhr oder irgendwie sowas. Oder nee, 21 Uhr GMT plus bla 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 so. Und ich habe so das so gegoogelt, um wie viel Uhr das denn ist. Und dann habe ich so gesehen, ach krass, das ist in 5 Minuten. So, bin ich so 5 Minuten später halt dann auf die Chromart-Seite gegangen, habe so aktualisiert. Und dann war wirklich, kam da diese Cap online. Und ich gucke so, boah, die Cap kostet 650 Euro und noch 150 Euro Versand. Bro, 800 Dollar für eine Cap und wahrscheinlich kommt da noch Versand auf. Ich habe gedacht, ach komm, die gönnen ja wie ein Wochenlauf. Hab sie kurz über Apple Pay mir reingegönnt. Ich gucke danach auf Grailed. So, eine Woche später gucke ich auf Grailed. Der Investment Don. Ja, also auf jeden Fall Stonks an der Stelle. Und heißt, man hat da einen guten Deal gemacht, weil angenommen, die fittet mir jetzt nicht nice und gefällt mir nicht so, kann man die einfach resellen. Justin goes Reseller. Ja, das waren die Geschichten aus dem Palaunagarten. Auch ein bisschen Gänsehaut, ja, ich weiß. Also ich fand alles nice hier in der Wohnung, aber das hier, diese Dinger hier, muss jetzt nicht sein. Oh, das ist aber cool hier an der Wand. Super. Ja, manche Sachen sind so, da siehst du so just reichen things, das check ich nicht. Aber das hier auch mit dieser indirekten Beleuchtung, dieser Block, super, super geil. Ja, Bro, das muss doch nicht sein. Rolex, Louis Vuitton, sich sowas an die Wand zu hängen, so ein random Geldschein. Also, naja. Das ist cool. Sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist es gekauft oder gemietet? Papa, stell dich mal hier hin. Guck mal die Aussicht von hier. Oh, das ist natürlich ganz wild. Geleased, ja. Wahnsinn, was wir in der kurzen Zeit alles auf die Beine jetzt gestellt haben. Beruhig dich erstmal. Was? Wie haben die das auf die Beine gestellt? Immer mit Flaschens. Was soll ich sehen? Gekauft und umgebaut. Ah, okay. Ist ja LED, Melede. Kein Kinderzimmer mehr, sondern. Apropos LED, Melede, gibt's was Neues von ApoRed eigentlich? Eine richtige Paar. Oh, okay, wäre das hier, wenn man hier so ein warmes Weiß einstellt, sieht die Wand richtig nice aus. Mutti-Höhle. Aber so bunt muss es sein. Aber wenn man das so auf eine Farbe einstellt, dann schon wild. Ist das schön, dass. Der hat echt Chromarts, ne? Zimmer? Sehr schön. Ist gut, ne?
Ich finde... Alter, das sieht ja geisteskrank aus. Mein Zimmer total super. Also ich bin Alter, so, dass ich übernice. Zimmer hab. Ich kann sagen, dass mein krass. Ein bisschen besser ist als schon Neues. Sehr schön. Uff, diese Fitner. Okay, gehen wir hoch. Sehr gut. Gestern war... Also Bad 10 von 10. Nichts zu meckern. Voll das Chaos. Guck mal jetzt. Über diese Kunstgegenstände kann man sich streiten, aber die Treppen auch wieder sehr wild. Alter, wirklich cool. Wow. Oh, nice. Wirklich nice. Wow. Sehr sauber. Wow. Ich bin stolz auf euch. Oh, guck mal hier. Ja, die Badewanne weiß ich jetzt nicht, ob das so eine wilde Wave ist. Und auch, Bro, was ist das für eine Wave, sich irgendwelche Louis-Logos in die Wohnung reinzuhängen? Carmen. Oh, Hammer. Direkt mit Anschluss an den riesigen Master Bedroom von direkt mit Anschluss. Carmen und Robert. Die haben doch nichts gemacht. Ja, das Bett ist viel, das Bild ist viel zu eng. Da ist so zu wenig Platz dafür. Da hättest du so ein schmaleres nehmen müssen. Auf dem Weg in Shanayas Zimmer gibt es aber erst einmal die Mega Wohnlounge zu begutachten. Die Mega, Bro. Eine wahre Wohlfühl-Oase. Der Synchronsprecher. Shake my head. Und jetzt? Aber diese bordeaux-roten Kissen feiere ich auch nicht. Aber sonst gut. Jetzt kommt hier. Irgendwie die Decken sind nicht so geisteskrank hoch, gell? Oh, wow. Okay, also Bett ist krass. Ich glaube, mir gefällt das andere trotzdem ein bisschen besser. Aber dieses Fenster hier ist natürlich wild. Du kannst einfach so auf Monaco gucken von da aus. Oh mein Gott! Oh, du hast schon alles dekoriert. No front, aber das ist kein Synchronsprecher. Ach ja, stimmt, sorry. Der, wie nennt man den denn? Den Moderator? Sprecher. Genau, man nennt den einfach Sprecher. Kommentator. Ja, Erzähler, genau. Ja. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Tada! Meine High Heels, Bikinis, Schuhe. Nein! Mein Schuh. Ohne Tasche keine Competition. Das ist, Bro. Die habt ihr gewonnen. Das ist echt cool. Also, ich hätte ein bisschen anders eingerichtet, logischerweise. Aber, schon mal. Robert denkt sich einfach nur, mein Geld, what the fuck. Perfekto. Wir haben das echt gut gemacht und die haben von der Statue noch nichts mitbekommen. Das ist Kunst gewesen. Bis jetzt. Oh, das habt ihr sehr jetzt gut gemacht. Oh, ich bin stolz auf dich. Wo ist denn mein Geschirr? Schön gemacht. Hey, was ist denn mit der Statue? Gibt's da irgendwas zu wissen? Oh, ganz schnell ablenken. Hä? Hat das einer geguckt, oder? Ach, die ist kaputt gegangen. Oh, die ist gebrochen. Guckt ihr so viel Geistes? Achso, ich hätte jetzt gedacht, das wäre absichtlich, weil das passt irgendwie so dahin. Shania, hol mal dein Geschenk an Mama. Taschentuch-Alarm. Nein, der Burner. Wow! Wenn man mal wieder das Weinen, dann muss das sein. Die hat doch gerade frisch geschminkt. Nein, einfach der Burner. Gänsehaut, wirklich am ganzen Körper gerade. Guck dir das an. Shanayas Skizzenbuch, in dem sie alle ihre ersten Werke fest... Ach, hat die die Bilder gemalt? Die alle im Haus sind? Das dann schon nicht schlecht. ...gehalten hat. Ein wahnsinnig persönliches Geschenk. Ja gut, so persönlich ist es jetzt nicht mit irgendwelchen Louis-Logos drauf, aber... Nein, hat sie nicht. Okay. Oh, das war aber eine schöne Überraschung. Wahnsinn. Mal reden, als ob die 8 wäre. Das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Ist wirklich gut. Ich kann nicht so gut malen. Und das an die Mami zu geben, fand ich wahnsinnig schön. Oh, Leute! Super Job! Super. Wahnsinn! Geschafft in 3 Monaten! In 3 Monaten, Bro? Warum braucht das bei mir so lange? Vielleicht muss ich auch nach Monaco ziehen. Da habe ich mir sagen, das sind gute Dior-Stores. Aus scheiße Gold gemacht! Aus scheiße Gold gemacht? War das vorher so Ass oder was? Ah, so sah es vorher aus. Jetzt sehen wir vorher nachher. Potenzial ja schon sehen. Da konnte keiner von ausgehen. Ja gut, auch die sagen aus scheiße Gold gemacht. Ich fand das jetzt nicht so scheiße, muss ich sagen. Am ganzen Arm gerade. Ist schon krass gemacht, sage ich ehrlich. Peso X Roberto Gaisini, ja, das eventuell. Einfach mal in der Kürze der Zeit. Bei Roberto Gaisini gibt es jetzt Codes, ne? Wer unter dem letzten Beitrag richtig spammt, der kann einen bekommen. 3 Monaten sowas auf die Reihe zu bekommen, ist eine Mega-Leistung. Aber hat funktioniert, ha? Habt ihr super gemacht. Bro, diese Musik, ne, das ist so RTL, Junge. Kommt auch ein bisschen die Tränen. Hammer. Ihr könnt das halt machen.
Ja, ist auch RTL 2. Ja, ja, ich weiß, dass es RTL 2 ist. Deswegen ist mir das nochmal aufgefallen, dass das so richtig typisch RTL ist. Mach aus, ich weine. Hammer, wirklich super. Schön, wirklich schöne Wohnung.